Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zum Friseur. Und zwar gehe ich jetzt hier zu 9mm. Ich kann euch die genaue Anschrift auch nochmal in der Infobox verlinken. Und da wird mir der Kai die Haare heute machen und hat extra den Laden für mich zugemacht. Der ist eigentlich immer voll ausgebucht. Und es soll auch ein sehr, sehr guter Friseur sein. Und Manu ist hier auch neben mir und der wird heute auch umgestylt. Und falls ihr das alles sehen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. So Leute, mein Endergebnis seht ihr auf meinem Hauptkanal. Und Manu ist hier schon hier auf dem Stuhl und lässt sich die Haare waschen. Ja. Ja. Und dann wird nur ein bisschen an den Seiten geschnitten, weil das, was Manu möchte, das dauert wirklich ein halbes Jahr, bis er wirklich die Haarlänge erreicht hat, damit seine Frisur funktioniert, ne? Da müssen wir noch mal ein bisschen warten, gell? Ein bisschen ist gut. Und was sagst du zu meinen neuen Haaren? Super. Ja, gell? Ich bin auch voll zufrieden. Auf jeden Fall. Ist schön. Ja. Das macht voll den schönen Look her. Aber wie gesagt, seht ihr alles auf meinem Hauptkanal und nicht hier. Mein Schatzi hat eine neue Frisur. Zeig mal her. Es hat ja schon gut geklappt, gell? Schreib also mal in die Kommentare. Ja. Es hat noch nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich soll. Aber es ist noch viel zu kurz. Ja, aber sieht trotzdem gut aus. Die Tendenz dazu sieht auf jeden Fall schon super aus. Ja. Ich. Was sagt ihr dazu? Aber okay, hinten, wie gesagt, steht es noch ein bisschen ab. Da kann man halt nichts dran ändern, weil die Haare noch zu kurz sind dafür. Aber dreh dich nochmal um. Das sieht so gut aus. Ja, ich habe mich neu verliebt. Dreh dich um. So? Nee, andersrum nochmal. So, andere Seite. Ja. Ja, das sieht so cool aus. Hat er gut gemacht, gell? Ja, sehr gut. Wir sind beide extrem zufrieden. Wie gesagt, mein Ergebnis seht ihr ja auf dem Hauptkanal von mir, nicht hier im Vlog. Und was machen wir jetzt noch? Wir gehen jetzt noch essen, gell? Ja, jetzt gehen wir erstmal essen. Ja, und verbringen noch einen schönen Tag mit neuen Haaren. Der arme Kai kann auch endlich mal nach Hause. Ja. Vielen, vielen Dank an dich. Also wie gesagt, kommt alle zum Kai. Der macht die Haare so, wie ihr es haben wollt, definitiv. Auf jeden Fall. Alles klar, euch noch viel Spaß. Ja, danke. So, wir sind jetzt bei Piano, meine Haare extra zusammen gemacht, damit ihr nichts seht. Und wir haben uns wie immer dasselbe bestellt. Das schmeckt so lecker und Salat. Und mein geliebter Eistee darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, lecker, lecker. Warte, jetzt könnt ihr meine Haare doch sehen, aber im nassen Zustand. Ja, ich lasse die jetzt mal so ein bisschen trocknen, weil ich echt absolut keine Lust habe, sie mir zu föhnen. Ich bin gerade am Serie schauen und Manu ist mit seinem Bruder im Wohnzimmer. Die zocken noch, deswegen will ich die jetzt nicht stören. Deswegen wollte ich mich so von euch verabschieden quasi. Ja, was ich noch sagen wollte, ihr müsst mir unbedingt auf Instagram folgen, denn ich mache da in meiner Insta-Story, sorry, dass es nebenbei so ein bisschen dunkel wird, es liegt halt am Fernsehen. Ich mache da auf Insta-Story nämlich so einen kleinen Flohmarkt und verkaufe meine Sachen, also meine getragenen Sachen. Es gibt auch ein paar neue Sachen, die dabei sind. Und das Geld wird an Krebskranke gespendet. Das war mir wirklich super, super wichtig, weil die Krankheit einfach mega scheiße ist. Und die Leute das da wirklich nötig haben, das wird auch an mein Heimatland dort gespendet. Weil das Ding ist, einer aus meiner Familie ist zum Beispiel auch betroffen. Und ich habe halt mitbekommen, man muss wirklich 6 bis 8 Monate auf eine Chemotherapie warten, wenn du kein Geld hast, dir das selber in einer Privatklinik zu bezahlen. Was natürlich echt extrem scheiße ist. Und ja, deswegen dachte ich mir,
Ich schaffe mal ein bisschen Platz und werde das Geld dann anschließend da spenden. Ja, ich finde es persönlich eine mega tolle Sache. Deswegen, falls ihr auch Lust habt, Teil davon zu sein, damit ihr auch wisst, wo euer Geld hingeht. Wie gesagt, ich behalte das nicht und kaufe mir irgendwas Neues von, sondern ich werde das komplett spenden. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich einfach Platz für Neues in dem Sinne habe und halt mehr Platz in meiner Wohnung habe. Und so kann man dann in dem Falle auch was Gutes tun. Und genau, das nur mal so nebenbei. Ansonsten sind Manu und ich wirklich super zufrieden mit unseren Haaren. Wir sind total happy und wir versuchen ja, wie gesagt, jetzt öfter für euch zu vloggen. Aber es werden auch normale Videos kommen, in denen wir mal zum Beispiel eine Challenge oder so machen. Und ja. Genau, ich hoffe natürlich sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr Lust habt mal auf so einen Supermarkt-Vlog oder so, dann schreibt das auch mal gerne in die Kommentare. Weil ich finde so Vlogs, wo du wirklich so an einem Tag kurz was machst, viel einfacher zu machen, als wirklich deinen ganzen kompletten Tag zu verfilmen, sag ich mal. Weil, wie ihr seht, wir saßen den ganzen Tag beim Friseur, sind jetzt auch nur ein paar Minuten gewesen, die wir dann da gefilmt haben letztendlich, obwohl wir wirklich 6 Stunden oder so dort verbracht haben. Also der halbe Tag war dann schon gelaufen und dann sind wir noch nach Frankfurt gefahren und haben dann nur was gegessen und mehr ist dann halt auch nicht passiert. Und ja, entschuldigt bitte jetzt mein Aussehen, das sieht irgendwie ein bisschen doof aus, aber so ist das halt in Vlogs, ne? Da kann man sich auch mal so von seiner nicht so tollen Seite zeigen, mit ungeföhnten Haaren und so weiter. Und das liebe ich zum Beispiel auch wieder an Vlogs, ne? Ja, ich höre jetzt auf zu schwafeln. Ich würde sagen, wie gesagt, falls ihr Bock habt auf so einen Flohmarkt, folgt mir auf Instagram. Dort heiße ich Sarah Desideria. Falls ihr das Endergebnis von meinen kompletten Haaren sehen wollt, wie sie im trockenen Zustand aussehen, dann schaut auf meinem Hauptkanal vorbei. Und dann verabschiede ich mich von euch und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!